sind hochkultivierte Leute, aber ich würde mir schon wünschen, dass sie raus an die freie Luft gehen und sagen, wir sind was und wir können was und das müsst ihr haben. Und das sind Sätze, die man bei diesen hochkultivierten Leuten vermissen kann. Gut. Also böse wäre jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, tiefer können wir eigentlich gar nicht fallen, jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Das wäre schon fies, ne? Also das möchte ich jetzt über uns selber auch nicht sagen, weil das im Grunde genommen, ich würde eher sagen, unbekannter können wir eigentlich gar nicht mehr sein als jetzt. Jetzt haben wir doch wieder die Chance, im Fahrwasser von vielleicht auch von so Begriffen, die wie so Säue durchs Dorf getrieben werden, wie Digitalisierung, uns wieder einzureihen und zu sagen, hey, wir sind auch ein Teil dieser Digitalisierung. Und das soll für mich so ein bisschen so der Einstieg sein. Wo siehst du uns zurzeit als Informationsbranche? Das ist natürlich schwierig, weil wir ja auch sehr heterogen sind. Ja? Ja. Patentinformationen, juristische Informationen, ja. Firmendaten, Literatur. Also das geht ja wirklich in alle möglichen Bereiche. Wenn man das jetzt in einem so zusammenfassen wollte, tun wir der anderen Branche vielleicht irgendwie Unrecht, aber so eine gewisse Linie müssen wir ja irgendwo bilden. Was sagt jetzt der Beobachter und Schreiber dieser Branche, wenn man jetzt sagen würde, wir machen jetzt einen Cut, wo stehen wir zurzeit? Ja, wir wollen jetzt mal nicht über die aktuellen Entwicklungen der DGE reden. Nein, das ist... Darüber habe ich ja immer wieder berichtet, und weil wir nicht in Depression verfallen. Das hat ja auch nichts mit der Informationsbranche an sich zu tun. Nein, ich habe ja mal geschrieben, dass unsere Interessensvertreter oder die es sein sollten, eigentlich für die Branche nicht mehr relevant wären. Aber darüber sollten wir nicht reden, sondern wir sollten über die Chancen reden, die wir haben. Nee, mir geht es wirklich so um die Informationszentren in den Unternehmen, um die Mitarbeiter in den Unternehmen, welchen Stellenwert haben die, vielleicht auch die Ausbildung. Ja, auch da haben wir ja im letzten Jahr noch so diverse Niederlagen erlebt, auch was Informationseinrichtungen zentraler Art angeht, wenn wir mal an ZB Med und sowas denken. Ja, also wir haben hoffnungsvolle Sachen. Eine dieser hoffnungsvollen Sachen ist die ZB Med, wo sich die branchenbezogene Zivilgesellschaft einfach mal zu Wort gemeldet hat und gezeigt hat, ja, wir sind aktiv und wir wollen etwas erreichen. Wir waren ja in diesem Fall ja auch erfolgreich. Und einen zweiten positive Entwicklung sehe ich natürlich in unseren Stallvorlagen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, um unsere Branche bekannt zu machen, um gemeinsam Best Practices auszutauschen, eine Plattform zu bilden, wo wir in Kommunikation und Kooperation zusammenkommen. Aber wir müssen realistisch und bescheiden sagen, das ist nur ein Schritt in die richtige Richtung. Also wenn wir über die Perspektiven unserer Branche reden wollen, beginne ich mal mit dem Jahr 2008. Okay. 2008 hatte ich den Jahrestrend entwickelt, das Entschwinden der Branche. Also damals habe ich dargestellt, wie alles eigentlich den Bach runtergeht. Beispielsweise die Veranstaltungen. Nicht? Wir hatten vorher die Infobase, wir hatten Folgeveranstaltungen. Alle gingen sie irgendwann den Bach runter, teilweise auch durch Missmanagement. Und die Aussteller und die Teilnehmer hatten keine Lust mehr zu kommen. Sie fühlten sich nicht mehr miteinander verbunden. Heute ist diese Frage, ob unsere Branche überhaupt existiert, immer noch sehr aktuell. Und wenn wir von Chancen und Perspektiven reden wollen, dann müssen wir die Branche anders als üblich definieren. Wenn wir sie ökonomisch oder technisch definieren wollten, ja, also wir haben so mickrige Umsätze, die vertausendfacht ein Auto bei VW Golf das, oder so das weiter. War ja, das war ja auch, wie das der Gunter Dück mal bei einer Stallvorlagenveranstaltung ausdrückte, auch eine große Chance, dass sich eben so Player wie Google überhaupt nicht für uns interessieren, was uns ja die Gefahr irgendwo nimmt, dass wir mal eben so... Nein. aufgefressen also werden. Also Google ist für, wenn wir wirklich mal bedeutend wären, dann käme Google vielleicht auf uns zu. Wir haben sie ja einmal als Referenten gehabt, der fand uns ein bisschen interessant, aber wir sind da in einer Nische, wo uns keiner zur Kenntnis nimmt. Jetzt nochmal zum Konzeptionellen. Also anders, wir waren bei 2008, alles bröselt, verlangsamt sich, hat nicht mehr so die Euphorie, wie es die Jahre davor die gewesen Umsätze ist. Die Umsätze gingen zurück, es wurde auf einmal rote Zahlen geschrieben. WTI, ne? Ja, das war so die Phase. Es gab Einstellungen, sowohl im öffentlichen Bereich als auch im privaten Bereich gab es Übernahmen, Einstellungen. Wir haben ja noch im letzten Jahr mit knapper Not die Schließung eines Fachinformationszentrums verhindert. Also es wäre schon genügend Grund,
deprimiert zu sein. Aber wir haben immer behauptet, dass wir von uns wichtige Beiträge zur Entwicklung der Wissens- und Informationsgesellschaft leisten könnten. Und ich finde, wir sollten die mal bei Worte nehmen, diese Veröffentlichung. Das glauben die Leute auch immer noch. Nur den Anspruch, den sie damit erhoben, haben sie selbst fast nie eingelöst. Also wir müssen erstmal, anders als in üblichen Branchen, Informationen, die Nachfrage, also die Informationszentren und die freien Broker mit in die Diskussion einzubeziehen. Wenn wir die nicht einbeziehen, haben wir garantiert keine Branche. Wir sollten nicht nur von einer vergangenheits- und gegenwartsorientierten Definition ausgehen, sondern von einer zukunftsorientierten. Das heißt, vielleicht haben wir im Moment keine Branche, aber wir haben ein Branchenpotenzial. Wir haben Leute, die durch eine ähnliche Aus- und Weiterbildung miteinander verbunden sind. Wir haben Leute, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben und die aktiv würden, wenn man sie denn um etwas bäte. Es geht darum, sozusagen Leadership zu entwickeln und die Leute zusammenzuführen. Und wenn wir soweit sind, dann können wir schauen, welche Potenziale wir haben. Aber das ist eigentlich auch ein Aufruf, den du mal gestartet hast. Es fehlt ja eigentlich in unserer Branche so ein bisschen an Köpfen mit Charisma. Ja, also die das Ganze nach außen irgendwo tragen und auch kommunizieren, sodass es auch interessant wirkt. Ja, also diese rein wissenschaftliche Kommunikation und Darstellung, die alles richtig darstellt und die auch einen Stellenwert hat, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ist okay. Aber das sorgt auf der anderen Seite bei den Interessenten, bei den Empfängergruppen nur für Langeweile. Ja, also so eine gewisse Dramatisierung, wie das vielleicht damals auch bei der Steilvorlagenveranstaltung damals Michael Spreng dargestellt hat, Skandalisierung, ja, also so ein bisschen Skandalisierung brauchen wir auch, dass wir also wirklich von uns behaupten, gäbe es uns nicht, würde es einen Niedergang von bestimmten Entscheidergruppen oder Unternehmen geben, vielleicht auch ein Haftungsrisiko für Entscheider nach dem Motto, haben sie nicht alles abrecherchiert, warum haben sie das nicht vorher gewusst und. Und dieser Ansatz, der fehlt ja de facto momentan völlig. Wenn ich mir vorstelle, nehmen wir mal so eine doch sehr, sehr schillernde Veranstaltung wie die Republika. Es ist kein einziger Information Professional in den ganzen Jahren auf der Republika aufgetreten, obwohl wir thematisch mit Sicherheit in die eine oder andere Session reingepasst hätten. Ja, nehmen wir alleine mal diese Fake News Debatte, ja? Abchecken, Fakten checken und so weiter, da kann man schon einiges darstellen. Und da fehlt es doch im Grunde genommen auf unserer Seite. Liegt das an diesem Berufsbild an sich, was wir haben, dass das so verschwurbelt ist? Oder woran liegt das? Was ist so deine Erfahrung? Also ich denke, dass wir wenige Leute mit Charisma gehabt haben, aber wir hatten doch ein paar. Ich will da mal Arno de Kemp nennen, der es wirklich geschafft hat, die Stimmung in der DG hoch zu jatzen und durch Marketingmaßnahmen das wirklich geschafft haben, die Mitgliederzahl auf mindestens 2.000, nach seinen eigenen Angaben sogar auf 3.000 hochzubringen. Das sind Zahlen, wo dieser Verband heute unter 600 Mitglieder hat. Ja, davon kann er ja nur noch träumen. Ich will das mal nicht weiter ausführen. Es ist wahr, unsere Bibliothekare, Dokumentare, Archivare haben das Image der grauen Maus. Und vielleicht noch die Gefahr der Inhouse-Leute, dass sie nicht dürfen. Ja, das ist. Ja, nehmen wir mal die ganze Finanzszene. Genau. Das haben wir selber auch beim Akquirieren von Referenten festgestellt. Ja. Ich darf nicht. Ich bin eigentlich gar nicht existent, weil ich bin eine Waffe im Unternehmen. Ja, ich bin ein Geheimnisträger. Ich darf über meine Arbeit gar nicht berichten. Also nochmal. Die Bibliothekare, Archivare, die haben das Image der grauen Maus und es ist nicht unverdient. Sie tragen das auch tatsächlich mit herum. Da kriegen wir jetzt aber Ärger, ne? Ja. Das weißt du. Ich habe das schon mal so geschrieben, da habe ich Feuer bekommen, ja? Das heißt, wir werden jetzt auf dieses YouTube-Video doch deftige Kommentare bekommen, wenn wir wieder von der grauen Maus sprechen. Das ist ja auch nur teilweise verdient und es sind hochkultivierte Leute, aber ich würde mir schon wünschen, dass sie raus an die freie Luft gehen und sagen, wir sind was und wir können was und das müsst ihr haben. Und das sind Sätze, die man bei diesen hochkultivierten Leuten vermissen kann. Und in der Privatwirtschaft, du hast von den Informationszentren gesprochen, da sind die Leute teilweise schon ein bisschen anders, aber die gehören eben auch dem mittleren Management an. Und im mittleren Management wird man sehr dazu erzogen,
nicht seinen Mund aufzumachen. Okay. Also eine Pressemitteilung zu veröffentlichen seitens eines Informationszentrums, das geht das ja ist gar ein nicht. No-Go. Nein, das geht auch gar nicht, weil das Unternehmen hat ganz klar seine Arbeitsabläufe, wer was da macht. Genau. Und da kann ich als Leiter einer IOD-Stelle ja nicht einfach irgendwo was an Open Password schicken. Das geht ja gar nicht. Dann kommt eine ursprünglich ja wirklich lesenswerte Pressemeldung, die auch übernommen werden könnte. Die wird dann geht dann den Instanzenweg rauf und runter und am Schluss kommt etwas voraus, das keiner mehr lesen kann und dass die Medien dann sofort in den Papierkorb werfen. Also, wir sind schon gefesselt. Ich sage mal Folgendes. Charisma gedeiht wie von selbst. Sozusagen spontan werden die Charismatiker geboren, wenn die Rahmenbedingungen andere sind. Okay. Wir müssen Bedingungen schaffen, ja, wo sich Charisma entfalten kann. Und jetzt muss ich doch nochmal wieder auf unsere Stallveranstaltung kommen. Wie ist die Bühne dafür? Also, das ist doch nicht so, als wenn unsere Referenten zum guten Teil kein Charisma gehalten hätten. Warum? Wir hatten sie auch entsprechend gebrieft, wir hatten sie aufgefordert, den Mund aufzumachen. Und auch, wenn ich auch an die Success-Stories unserer Informationszentrum Freien Broker denke, da waren durchaus einige bei, deren Charisma in Ansätzen bestand und dass ich weiterentwickeln würde, wenn es eben entsprechende Chancen zum Handeln und zum gemeinsamen Handeln gäbe. Ja, ich gehe ja noch mal einen Schritt weiter. Also das habe ich ja in einem Statement letztens auf YouTube auch formuliert, dass wir uns als Arbeitskreis sogar wünschen würden, dass man uns dieses Charisma, ich sag mal, abfordert. Ja, also das ist ja nicht eine reine Berieselungsveranstaltung. Ja, Film ab und wir setzen uns alle mit Popcorn hin und gucken mal, was die vier Figuren da vorne treiben. Sondern ich bin da ganz offen. Wenn wir mehr Feuer kriegen, befeuert das auch den Arbeitskreis. Dieses Feuer geben wir weiter an die Referenten. Ja. Und da ist dann auch die Steigerung. Es ist ja im Grunde genommen, da bist du ja zu Hause. Fußball nicht anders.